Ich habe jetzt gerade geschlafen und bin jetzt aufgewacht. Ey Leute, ich bin's wieder, GYJT, German Young James Thomas. Und ja, jetzt geht's los mit dem Vlog. Ich werde jetzt den restlichen Ablauf meiner Tage machen. Ja. Okay, ich spiele jetzt hier ganz normal Basketball. Tja, geschafft. Und jetzt so. Ah, schon erst. Okay, nochmal. Ja. Und jetzt so. Ja. Ich habe von zwei Würfen reingetroffen von fünf Würfen. Insgesamt habe ich nur viermal geworfen, aber auf den fünften hatte ich keinen Bock. Ach, Mann. Knapp. Getroffen. Oh, es war auch fast. Scheiße. Und der fünfte und der sechste Wurf, da war nur, weil mir langweilig wurde. Ja. Ja. Und wie ihr seht, spiele ich Jappen, ich spiele jetzt. Yep. Ich spiele jetzt immer noch, wie ihr seht. Oh ja. Also, was für Fragen sollen das denn sein? Keine Ahnung, zum interessant, Beispiel, sowas, oder? Ja, wo super waren Sie in der cool. Nacht des letzten Einbruchs? Wo war Da er habe ich wohl? einen Haifi-Laden ausgeräumt. Natürlich nicht. Stimmt natürlich nicht. Ich habe das Gleiche gemacht wie Sie, nämlich keine Verbrechen aufgeklärt. So bringen Sie Ihren Fall nicht voran. Mein Sein Fall? Fall. Moment mal, bin ich etwa ein Verdächtiger? Oh ja, aber Sie sind der Hauptverdächtige. Ich habe ihn im Karl geliefert. Er hat einen Partner. Muss er so noch finden, muss ich ne? den jetzt auch finden? Ich bin verwirrt. Wann legen Sie mit Ihrer Arbeit los? Ihre Informationen Die waren tun das gut nie, so oder? gut, dass Sie nur von einem Insider sein können. Sie denken, Ein dass er Insider? der Kerl Wieso? ist, der Täter? Hören Sie, ich habe Ihnen telefonisch schon Dutzende von Tipps gegeben. Schauen Sie ruhig nach. Schon geschehen. Ich habe einiges überprüft. Zum Beispiel, oh, cool, dass Sie interessant. zurzeit arbeitslos sind, dass Sie nie länger als 6 Monate gearbeitet haben. Und ich schwöre dir, das ist der Job, den wir bis an unser Lebensende machen können. Ein Detective Job. Sean, du hattest 75 Jobs, seit wir auf der Highschool waren. Ja, das stimmt und es hat immer Laune gemacht, aber das hier ist der beste.
Ehrlich? Besser als die Akupunkturklinik? Hey, da wusste ich, dass man hoffe, Berufserfahrung braucht. Ihr seid damit nah. Ich weiß auch, dass ihr damit Erfolg haben werdet. Ich kenne auch die Serie, also von daher. Zugast, ich habe diese Jobs nur gemacht, weil ich Erfahrung sammeln wollte und ich habe sie gemacht. Was machst du denn da in dem ganzen dreckigen Geschirr? Voll cool, super coole Serie. Mit coolen Soundeffekten. Süß, aber sieh mich an, Mark Tristan. Ich glaub sie auch so. Er ist oben mit Max. Sie versuchen, Amors Pfeil zu reparieren. Okay, danke. Hast du bemerkt, wie ich nicht auf das Wort Amor reagiert habe? Ich versuche es ganz cool zu nehmen, dass meine Freundin eine Zauberin ist, obwohl ich innerlich ausraste. So ähnlich wie ich, als du gesagt hast. Es gibt nur einen Amor und er hat nur einen einzigen Pfeil. Ach ja. Guter Punkt. Ja, super cool. Babys. Ja, jetzt bin ich halt hier auf der Couch und bei meinem iPad. Und spiele erstmal ein Spiel. Wie jetzt ihr seht, ja, ja, echt super. Ja, die kommen erstmal weg. Und ich spiele ganz normal ein super cooles Spiel, wie jetzt ihr seht. Und das macht richtig super gut Spaß. Ist eigentlich auch ein super cooles Drama. Und ist richtig super cool, es zu tun. Also ich finde es zum Schießen. Also ich finde es einfach sehr. Ja, das habt ihr schon erkannt. Perfekt. Ja, ist ein anderes Wort, aber ist einfach so. Oh ja, ist richtig super cool. Okay. Und jetzt bin ich halt woanders auf dem iPad. Hier bin ich. Ja. Okay. Ja. Komm schon. Richtig super cool. Meine Kinder sind noch sehr. Steht zumindest auf dem Couchkissen
Anisander sowas zu sehen. Und ist richtig lustig. Und ich finde es zum perfekt, aber es ist auch richtig super cool. Dass wenn man das super sehen kann, ist auch super cool. Das ist meine Freizeit, finde ich auch richtig super cool. Dass ich sowas in der Art halt die ganze Zeit drin mache und draußen auch und vieles andere auch. Ist aber auch richtig cool. Ob es auch eine Möglichkeit gibt, das zu vereinfachen. Ja. Ich esse jetzt mal Pizza. Ja. Okay. Das sind ja bloß meine Tage, aber ich habe natürlich auch andere Tage und verschiedene Tage, wo meine Abläufe immer ganz anders sind. Aber wenn es halt soweit ist, dann ist das ja halt ein Video mit einem Ablauf und Tage, also natürlich, ja klar, aber es gibt auch halt andere Tage, da wo ich Ablauftage habe, unterschiedlich. Und von früher sowieso, weil ich ja da viel zu tun habe, aber jetzt habe ich halt nicht mehr so viel zu tun. Deswegen kann ich deswegen das machen, was ich will und zu Hause ist mir damit gut und ist halt nicht so langweilig. Manchmal ist es halt schon so richtig langweilig, aber es geht dann halt. Aber wer weiß, was dann auf sich zukommt. Und das werden wir auch irgendwann mal nächstes Mal sehen. Und das war jetzt erstmal das hier, erstmal alles drin. Ja. Und das war's auch schon. Ciao.